Ach Mann, endlich ist mein Video fertig. Das hat diesmal viel zu lange gedauert. Hä? Wer ist das? Ja, es ist wahr. Jemand hat eine digitale Kopie von mir erstellt und in dieses uralte Handy gesteckt. Klingt ja fast wie in einer Black Mirror-Folge. Ich könnte jetzt rumheulen und mich beklagen, in was für einer grausamen digitalisierten Dystopie wir uns befinden. Oder einfach, wenn wir schon beim Thema sind, über alte Handyspiele reden. Sir, Sie haben noch gar nicht bezahlt. Handyspiele sind wahrscheinlich fast schon so alt wie die Erfindung des Mobiltelefons. Gerade als 1999 das Nokia 32010 auf den Markt erschien, übrigens eines der ersten kommerziell erfolgreichen Mobiltelefone, waren auf diesem schon vorinstallierte Spiele vorhanden. Spiele wie Space Impact oder Snake schafften es schon früher, Tausende von Menschen an ihre Mobiltelefone zu binden und gehören heute zu echten Handyspielklassikern. Hat diese Scheißschlange gerade meine halbe Hand gegessen? Aber um diese Ära der Handyspiele soll es heute gar nicht gehen. Wir schauen uns die Zeit zwischen dem ersten etablierten Mobiltelefon und des Smartphones an. Ich rede um nichts Geringeres als Feature Phones. Wie, der Begriff Feature Phones ist dir unbekannt? Wenn du nicht gerade 9 Jahre alt bist und nicht komplett hinter dem Mond lebst, bleib wo du bist, Jimmy. Hast du sicherlich schon mal was von Feature Phones gehört? Feature-Phones sind quasi Mobiltelefone, die zwar nicht so viel leisten können wie ein Smartphone, aber trotzdem mehr Funktionen bieten als einfaches Telefonieren. Die sogenannten Feature-Phones werden übrigens auch Dumbphones genannt. Versteht ihr, weil sie quasi so wie Smartphones nur ein schlechter sind. Das habe ich mir tatsächlich nicht mal ausgedacht. Es gibt wirklich einen Wikipedia-Artikel dazu, wo das drin steht. Gerade in den 2000er Jahren beherrschten diese multifunktionalen Mobilgeräte den Markt und gerade einer dieser Funktionen dieser Handys war es, wer hätte es gedacht, auch Spiele zu spielen. Doch wie bekam man diese Spiele eigentlich? Klar. Auch vor 15 Jahren war das Internet schon präsent und es gab einige Seiten, in denen man sich diese Spiele direkt aufs Handy laden konnte. Aber natürlich gab es auch andere Mittel und Wege, seine liebsten Games auf das Handy zu bekommen. Ich kann mich noch erinnern, als ich mir damals sehr begeistert eine Cornflakes-Packung im Supermarkt gekauft habe, da auf der Rückseite ein Crash-Mobile-Spiel versprochen wurde. Bis zum heutigen Tag habe ich es aber nie geschafft, dieses Spiel auf das damalige Handy meiner Eltern zu bekommen. Naja, darüber hinaus gab es aber auch die Möglichkeit, seine Spiele über Werbeblöcke auf Fernsehsendern zu bekommen. Gerade Musikfernsehsender, wie beispielsweise Viva oder MTV, gaben ihren Zuschauern die Möglichkeit, ihr Handy mit sehr coolen Funktionen aufzurüsten. Neben unzähligen Videos mit schlechten 3D-animierten Tieren, die irgendeinen Song in einer hochgepitchten Stimme singen, lustigen Weckertönen. Deine Mutter? Ey, Alter, deine Mutter! 3 für Ruski. Hier ist Igor Wodkowitsch. 4 für Drill Instructor. Geh schon an dein Handy ran. 5. Geh schon an dein Handy ran. Geh schon an dein Handy ran. Geh schon an dein Handy ran. Was für ein perfekter Start in den Tag. Und herausragenden Nacktscannern konnte man sich auch Videospiele durch diese Werbeblöcke auf sein Handy laden. Schicke Spiel 1 oder Spiel 2 an 44222. Sofort erhältst du dein Spiel aufs Handy. Bei diesen TV-Angeboten steckten aber fast immer Abo-Fallen dahinter, sodass unzählige von Kindern und Jugendlichen ihre Eltern in den finanziellen Ruin brachten, während diese fröhlich Tony Hawk's Pro Skater Mobile und den neuesten Kesha-Song auf ihrem Handy genießten. Nur 2000er Kinder erinnern sich an diesen coolen Moment. Okay, wir haben es verstanden. Egal, wenn man jetzt durch das Internet surft, sich genüsslich seine Cerealien mit Milch reinschaufeln will oder gerade dabei ist, die MTV Top 100 Charts anzuhören, Mobile-Spiele waren immer präsent. Doch wie kann es sein, dass fast jedes Feature-Phone die Möglichkeit hatte, diese Spiele abzuspielen? Das Geheimnis liegt darin, dass all diese Spiele in Java bzw. in einer speziellen Version von Java namens Java Micro Edition programmiert wurden. Die Besonderheit an der Programmiersprache Java ist, dass Programme oder in dem Fall Spiele in dieser Sprache meistens leicht übertragbar auf unzählige Plattformen sind.
Das beste Beispiel wäre dafür wahrscheinlich Minecraft. Dieses Spiel wurde auch in Java programmiert und es existiert mittlerweile auf jeder erdenklichen Plattform. Sei es nun die Switch, die Xbox, die PS4, die Wii U, das Handy, der PC oder überraschenderweise jetzt auch Super Smash Bros. Minecraft existiert überall. Es gibt sogar eine verdammte 3DS-Version. Wer hat denn bitte Bock, dieses Spiel auf seinem 3DS zu spielen? Es war also ziemlich einfach, Mobile-Spiele systemübergreifend rauszubringen. Dazu war die Entwicklungszeit von solchen Java-Handyspielen im Vergleich zu Konsolenspielen sehr gering, was dazu führte, dass es extrem viele von diesen Spielen gab. So viel, dass ich nicht mal einen Bruchteil dieser Spiele in einem Video abdecken könnte, weswegen ich zum Entschluss gekommen bin, die Mobile Games in verschiedene Kategorien einzuteilen, um zumindest einen Überblick zu bekommen. Ich will nicht lang weiterquatschen, fangen wir doch gleich an mit... Ich muss ehrlich sagen, die meisten direkten Mobile Ports sind ziemlich unspektakulär. Es sind halt größtenteils arcade-artige Spiele aus den 80er oder 90er Jahren, welche auf den Handys für einen kurzen Zeitvertreib dienen, so wie beispielsweise Tetris, Pac-Man oder auch Spiele wie Worms. Neben dem großen Haufen an Arcade-Ports gibt es aber auch den ein oder anderen interessanten Titel, so wie Doom RPG. Das Spiel ist angelehnt an den Ego-Shooter Doom 3, in dem das klassische Doom-Ego-Shooter-Gameplay mit RPG-Elementen kombiniert wird. Klar, durch die zusätzlichen RPG-Elemente kann man hier nicht von einem direkten Port sprechen, trotzdem ist es ganz interessant zu sehen, dass auch Ego-Shooter auf so einem kleinen Gerät existieren und auch funktionieren. Naja, mehr oder weniger. Bei Doom sollte man sich aber eigentlich nicht wundern. Schließlich existiert von dem Spiel schon ein Port für den Taschenrechner und neuerdings auch für einen fucking Schwangerschaftstest. Wenn ihr jemals einen Schwangerschaftstest benutzt und dieses Ergebnis bekommt, könnt ihr euch auf ein ganz besonderes Baby freuen. Also ja, direkte Ports auf alten Mobilgeräten existieren und einige laufen mehr, einige laufen weniger gut. Aber ganz ehrlich, wer hat denn wirklich Bock, dieses Spiel auf dem winzig kleinen Bildschirm und der winzig kleinen Tastatur zu spielen, wenn man all diese Spiele auch auf dem großen Bildschirm spielen kann? Erinnert ihr euch noch an die Zeit, in der reine Handheld-Systeme noch sehr präsent waren und zu jedem Multiplattform-Titel auch ein halbherziger Handheld-Port entwickelt wurde? Genau dasselbe gab es auch für alte Feature-Phones, nur dass diese Ports noch viel halbherziger waren. Wie hat man es damals geschafft, komplexe 3D-Spiele, die jahrelang in Entwicklung waren, auf ein Gerät umzusetzen, welches höchstens die grafische Leistung von einem Super Nintendo besitzt? Es musste quasi ein komplett neues Spiel her, das von der Marke her vielleicht gleich zum Konsolen-Äquivalent ist, aber gameplay-technisch nur lose an das Originalspiel erinnert. Aus Call of Duty, einem Ego-Shooter, wurde ein Top-Down-Shooter. Aus Crash to Insanity, einem 3D-Jump'n'Run, wurde ein 2D-Jump'n'Run. Aus Splinter Cell, einem Stealth-Spiel, wurde ein Prince of Persia-artiges Action-Spiel. Die Hardware-Limitierungen wurden manchmal clever genutzt, um neue interessante Spiele zu kreieren. So gibt es beispielsweise ein nettes God of War-Spiel, welches sich gut spielen lässt. Aber auch Ports von Far Cry oder Assassin's Creed funktionieren für das, was sie sein wollen, ziemlich gut. Natürlich konnte man sie jetzt nicht mit den Originalkonsolen und PC-Spielen auf einem Level stellen. Das wollen sie aber auch gar nicht sein. Es geht bei diesen indirekten Ports eigentlich nur darum, so viel Geld wie möglich aus der Marke zu schlachten und gleichzeitig für die Originalspiele zu werben. Und wie vorhin erwähnt, gibt es ganz okay bis gute Umsetzungen. Und dann gibt es noch so Dinge wie Morhun Card Mobile. Wer hat bitte Bock, sowas zu spielen? Ich möchte jetzt, dass ihr mal ganz kurz innehält und euch überlegt, was wäre ein wirklich sehr absurdes Franchise, zu dem man ein Spiel für ein Handy rausbringen könnte, was absolut unpassend wäre. Und nein, ich meine jetzt nicht sowas wie SpongeBob, Ice Age oder Star Wars. Dass dazu Spiele existieren, ist mehr als offensichtlich. Das ist gut. Dazu machen wir ein Videospiel. Und was wäre passend für eine Reality-Show? Wie wär's mit einem Rätselspiel, in dem man irgendwelche Kisten schieben muss? Hey Chef, ich habe deine Idee. Wie wäre es mit einem innovativen Gameplay, welches dennoch simpel ist und zur Idee der Serie passt? Sei ruhig, Jimmy, ich will Kisten schieben, was ist da nicht zu verstehen? Ja, ein verdammtes Rätselspiel zu Big Brother existiert. Es ist absolut absurd. Es wurde damals zu jeder existierenden Sache ein Handyspiel gemacht. Nur um so viel Profit wie möglich aus einer Marke zu schlagen. Erinnert sich noch jemand an die 7 Zwerge?
Nein, nicht die. Ich meine diesen komplett seltsamen Film, in dem gefühlt jeder deutsche Comedian mitspielt. Und ja, wer hätte es gedacht, dazu existiert auch ein Handyspiel. Natürlich wurden auch, wie vorhin angesprochen, zu bekannten Markenspiele gemacht, so wie beispielsweise die Simpsons. So erschien im Jahr 2007 The Simpsons Minutes to Meltdown, um den damals erscheinenden Kinofilm zu bewerben. Und mein Gott, man merkt, dass dieses Spiel nur dafür gemacht wurde, um den Simpsons-Film irgendwie zu bewerben. Es sieht einfach komplett unfertig und langweilig aus. Ich meine, sie haben sich nicht mal die Mühe gegeben, die Sprites richtig zu animieren. So wie Homer Simpson aber seine Donuts liebt, liebe ich meine Burger. Ich meine, jeder liebt Burger. Du kannst mir nicht sagen, dass du Burger nicht gern hast. Also schauen wir uns doch an, was für ein schönes Mobile-Game uns die ikonische Fastfood-Kette Burger King gezaubert hat. Ich hab immer noch Hunger. Dann starten wir doch einfach mal das gute Spiel. Ach, wisst ihr was? Ich hab keinen Bock mehr. Weiter zur nächsten Kategorie. Hey Freunde, ich hab mein 32. Golfspiel programmiert. Leider kauft das kein Mensch. Pack irgendeine Marke drauf. Was? Warum? Ja, Big Brother oder die sieben Zwerge? Such dir was aus. Darauf steht die Jugend heutzutage. Danke, Chef. Auf dich ist immer Verlass. Sonic Golf, Rayman Golf, such dir irgendeine Marke aus. Zu allem existiert ein Golfspiel. Und warum? Ich muss es nicht 100-mal erwähnen, um natürlich so viel Geld wie möglich aus der Marke zu schlagen. Ich meine, es ist ziemlich offensichtlich. Niemand will ein langweiliges Golfspiel, aber wenn der Golfball ein bisschen Sonic ähnelt, sieht das natürlich schon ein bisschen anders aus. Natürlich werden nicht nur Golfspiele benutzt, um irgendwelche Marken weiter zu bewerben. Nein, auch Pinball- und Quizspiele gibt es in Übermengen. Und ich muss auch ehrlich sagen, mit dem Twilight-Quizspiel habe ich eine Menge Spaß. Ich tue nicht nur was für mein Wissen und meine Allgemeinbildung, nein, ich habe auch einen netten und spaßigen Zeitvertreib. 5 Sterne. Okay, wir haben uns jetzt wirklich durch sehr viel Müll gequält und ich denke, es reicht wirklich. Alter, Tim, wie oft noch? Ich habe deine Domtendo-Autogrammkarte nicht geklaut. Nein, darum geht's doch gar nicht. Es geht um Bootlegs. Was? Bootlegs, hallo? Es geht um Bootlegs. Ist die Verbindung irgendwie schlecht? Ja, Bootlegs. Du hast die komplett vergessen. Die haben auch auf Mobiltelefon existiert. Oh Mann, warum sagst du mir das? Das mit der Autogrammkarte werde ich dir nie verzeihen. Ciao. Okay, also wenn ihr so wollt. Auch Mobiltelefone waren von illegalen, nicht lizenzierten Spielen betroffen. Den ersten Fund, den ich gemacht habe, ist Mario Planet. Ja, okay, es stimmt schon. Mario hat ein kleines Downgrade bekommen. Er springt nicht mehr auf einer ganzen Galaxie rum, sondern ist nur auf einen Planeten limitiert. Aber mein Gott, wir sind auf einem Planeten. Man könnte viele schöne Orte und Schauplätze in dieses Spiel einbauen. Strommaste. Mario springt auf verdammten Strommasten rum. Was für eine passende und coole Location für ein Mario-Spiel. Der Entwickler dieses Spieles hat sich Sprites aus jedem Mario-Spiel geklaut. Zum Beispiel die Stachis aus dem Original Mario Bros. Oder die Piranha-Pflanzen aus Yoshi's Island. Von wo aber dieser Sprite stammt, kann ich mir beim besten Willen nicht erklären. Mehr zu dem Spiel kann ich leider auch eigentlich nicht sagen. Man springt eben auf Strommasten rum und ja, das war's auch. Es ist trotzdem sehr interessant zu sehen, dass Bootlegs auch auf solchen Geräten präsent waren, da ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, wie diese Spiele effektiv vertrieben wurden. Aber nun gut, ich glaube, wir haben uns jetzt genug mit den ganzen Spielen beschäftigt. Spätestens mit der Einführung des Smartphones verschwanden Mobile-Spiele, wie man sie in den 2000ern kannte, endgültig von der Bildfläche. Auch wenn sich die heutige Mobile-Game-Landschaft sehr von der alten abhebt, verfolgen beide dasselbe Ziel. So viel Geld wie möglich aus armen, unschuldigen Kindern zu ziehen. Ob es nun dreiste Abo-Modelle oder lächerlich überteuerte Microtransactions sind, wir alle können uns darauf einigen, dass der kommerzielle Aspekt bei solchen Spielen meistens im Vordergrund steht und das Gameplay darunter leidet. Nichtsdestotrotz befindet sich manchmal die ein oder andere Perle unter dem großen Berg von Müllspielen,
weshalb ich denke, dass man nicht so pauschal sagen kann, dass alle Mobile-Spiele schlecht sind. Trotzdem sind Feature-Phone-Spiele, so wie ich sie behandelt habe, nicht aus irgendeinem Grund für immer in Vergessenheit geraten. Sie waren halt nur dafür da, den Nutzer kurzzeitig zu unterhalten und vielleicht um die ein oder andere Marke zu bewerben. Über einen Mehrwert sucht man bei solchen Spielen aber vergeblich. Als jemand, der jetzt quasi sein ganzes Leben in so einem Mobilgerät verbringen muss, würde es mich sehr stark interessieren, ob ihr jemals Berührungspunkte mit dieser Art von Spielen hattet. Habt ihr damals auf euren alten Handys Spiele gespielt oder habt ihr sie nur für das Telefonieren genutzt? Und benutzt ihr aktuell euer Smartphone, um Games zu spielen? Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Ein Daumen nach oben würde nicht schaden und erzählt gerne euren Freunden, Nachbarn und Großeltern von meinen Videos. Moment mal, heißt das, mein digitales Ich ist jetzt tot? Warum habe ich mir nicht direkt ein iPhone geholt?